Wenn ich etwas verstehen will oder das, was ich betrachte, über das, was ich betrachte, etwas Wirkliches erfahren will, ja, dann muss ich irgendwie zulassen, das Ganze zu sein, alles zu sein. Das geht auch wieder nur über Wahrnehmung. Denken spaltet immer. Denken nimmt immer Partei, ist Partei. Denken trennt mich vom Ganzen, ist immer partiell. Also ich unterscheide jetzt sprachlich zwischen Denken und Einsicht nehmen. Einsicht nehmen ist natürlich dann ja auch eine Art von etwas gedanklich, gefühlsmäßig erfassen, aber eben ist eine ganz andere Energie oder kommt aus einem komplett anderen Raum als das Denken, das sich auf Wissen und Überzeugung und Bilder und Erfahrung diese Dinge stützt. Einsicht kommt aus der Wahrnehmung und eben Wahrnehmung öffnet den Raum, den ungeteilten Raum des Einsseins. Und mit allem eins zu sein oder alles wahrzunehmen, das macht uns in der Regel Angst. Also oft auch unbewusst. Wir lassen es einfach nicht zu, weil es macht uns unsicher und verletzlich. Und darum suchen wir Sicherheit in Gedanken, in Überzeugungen, in Lösungen, scheinbaren. Also ich sage das, weil mir einfach immer wieder und jetzt natürlich wieder anhand dieses neuesten Gewaltausbruches da im Nahen Osten, also weil mir auffällt, dass die ganze Welt, also ob jetzt nah in meiner Umgebung die Menschen oder in den Medien,
Oder wenn ich den Kommuniqués, den Staat, der Staatschefs oder der UNO oder von weiß wem allem zuhöre, dann ist sogleich dieses Reagieren da. Verurteilen, Partei ergreifen. Streiten darüber, was die richtige Antwort darauf ist. Unbedingt eine Lösung haben wollen und müssen. Und das ist jetzt einfach wieder mal sehr offensichtlich, so bei großen, schwer erschütternden Konflikten. Aber ja, jeder von uns weiß, das ist auch in allen kleinen, persönlichen, privaten Auseinandersetzungen so. Also in der Regel da, wo Menschen zusammenkommen und nicht gerade sich im selben, in derselben Überzeugung oder in derselben Identifikation finden, beginnt dieser Mechanismus, diese Reaktion. Und ja, wie Astrid es gesagt hat, also ja, weil das in jedem von uns ist, innen, ja, wie könnte es dann außen anders sein? Darum kann man ja in der Geschichte, seit es die Menschheit gibt, zurückgehen und man sieht, es ist immer wieder, immer wieder, immer wieder, auf welcher Ebene auch immer, ob in den Paaren, in den Familien, in den Dörfern, in Gemeinschaften, in Stämmen, in Parlamenten, in Ländern, zwischen Ländern, in der Welt. Es ist immer wieder dasselbe. Mit kleinen Variationen. Aber eigentlich ohne wirkliche Veränderung, ohne dass wir in den Tausenden von Jahren die Lösung gefunden hätten. So dass wirklich etwas ändert. Immer wieder Kriege, immer wieder Rache, immer wieder Vergeltung, Erpressung. Machtansprüche. Ja, er kennt's. Und man kann es nicht lösen, nicht mit Politik, nicht mit Friedensgesprächen, nicht mit Diplomatie, nicht mit Erpressung und Drohung.
Ich kann außen nichts lösen, solange es in mir drin nicht gelöst ist. Dieses Thema um eben Identifikation und Besitz und Vergeltung und Reaktion. Die Welt wird dann friedlich sein, wenn ich und du und du und du und du und wenn ich mit mir in Frieden bin, wenn ich in mir zu Hause bin, wenn ich in der Wahrnehmung ganz ankomme, also so, dass die Trennung, so in der Wahrnehmung ankommen heißt, dass die Trennung zwischen ich und du sich auflöst energetisch. Also ich fühle dich genauso, wie ich mich fühle. Es im Fühlen keinen Unterschied zwischen mir und dir und der Welt. Ich fühle die Welt. Und mehr als die Welt, aber jetzt, wenn wir das menschliche Problem betrachten. Ja, ich fühle die Welt, anstatt ich denke darüber nach und beurteile sie und weiß, was zu tun ist. Ich fühle dich. Und ja, das kann ich natürlich auch machen in Bezug auf Israel und den Gazastreifen, Palästina, der Ukraine, Russland oder Jemen oder Sudan oder Afghanistan oder wo immer. Also mache ich auch. Aber ich kann damit dort nichts ändern. Das ändert daran, was die dort gerade miteinander tun, nichts. Also es würde vielleicht insofern etwas zu verändern beginnen, ja, wenn das die ganze Welt machen würde. Also sie fühlt, aber sie mischt sich nicht ein. Sie nimmt nicht Partei für eine oder die andere Seite. Sie weiß nicht besser, was zu tun ist, sondern sie fühlt. Dann hat sicher eine enorme Wirkung. Aber so als einzelne
Da kann man, können wir nichts verändern. Ich denke, das Wichtige ist, dass wir uns um unser Leben kümmern, da wo wir gerade sind, mit dem Du, das ich nicht fühlen will, das neben mir wohnt oder mit dem ich arbeite oder mit dem ich eine Beziehung führe oder mit dem ich in Sitzungen sitze, Lösungen suche für etwas, in Projekten bin. Also da, wo mich das Schicksal mit dir konkret zusammengetan hat. Aisha hat es, glaube ich, am Anfang gesagt. Ja, eigentlich ist dasselbe, wie wir zu Hause auch miteinander haben. Genau. Das finde ich, ist wirklich eine gute Einsicht. Also, ja, wir schmeißen keine wirklichen Bomben aufeinander, wir bringen einander nicht um, aber im Kleinen ist es genau dasselbe in der Regel. Meins ist wichtiger als deins, du musst mir gehorchen oder sonst ich vertrotze mich. Ich will, dass du mich verstehst, aber ja, ich bemühe mich nicht, dich ganz zu fühlen, so dass ich dich vielleicht verstehe. Ich will Recht haben, ich bin beleidigt. Ich will die Ohnmacht nicht, sondern lieber die Macht. Wenn ich mich verletzt fühle von etwas, was du sagst oder tust, dann will ich nicht einfach mit diesem Schmerz sein, sondern ja, ich räche mich an dir dafür, dass du mir wehgetan hast. Du vermeintlich du mir wehgetan hast. Dieses Reagieren, dieses Handeln, lange bevor ich ganz in der Wahrnehmung zu Hause bin oder auch als Verweigerung wahrnehmen zu müssen, was gerade ist, was mit mir ist, was mit dir ist. Das ist die Sackgasse, die immer wieder uns an die Wand fahren lässt. Ich will
nicht nur nicht dich fühlen, ich will auch nicht fühlen wirklich, was es mit mir macht. Ich will das nicht haben, was gerade ist. Das ist das Muster, das zu Gewalt führt und zu immer noch mehr Gewalt und Trennung und Verwicklung. Auch auf einer ganz subtilen Ebene, einer ganz kultivierten Ebene, so das ganz normale Leben. Wenn man im Kaufhaus hört, wie Mütter mit ihren Kindern sprechen, die gerade nicht so wollen, wie sie wollen, wenn man hört, wie Paare miteinander sprechen oft. Wie Geschäftspartner, Projektpartner sich energetisch und verbal ausdrücken. Wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit der Natur sind. Überall. Kann man das beobachten? Ja, und wenn man dann eben in einem stilleren und verbundeneren Zustand ist, dann ist man automatisch mehr angeschlossen an die Intelligenz des Ganzen oder an die Stille. Aus der heraus man dann erkennt, ah, das Denken kann sich nicht aus seinen Zwängen befreien, aus dem Bekannten, aus dem Alten. Das wird nichts Neues bringen und das Alte hat offensichtlich nicht zur Lösung geführt. Das Reagieren, das ewige Aufeinander reagieren hat nicht zur Lösung geführt. Es braucht etwas Neues. Ja, und wie finde ich etwas Neues, wenn ich endlos in den alten Schienen laufe? Komme ich da zu einer komplett neuen Bewegung in mir?
Mir bleibt dann nichts anderes übrig, als anzuhalten, mit allem anzuhalten. So, ich muss dann irgendwie sagen, irgendwie läuft hier gerade etwas falsch. Es läuft komplett falsch. Etwas ist absolut nicht gut. Und ich kann es nicht einfach dir anhängen. Mir geht's scheiße. Dir geht's scheiße. Ich weiß nicht, wie wir daraus wieder rauskommen. Ich habe keine Ahnung, was die Lösung ist. Mir tut's weh, ich sehe, dir tut's weh. Ich bin am Ende, ich sehe, du bist am Ende. Ob du es gerade zugibst oder nicht. Und solange ich nicht weiß, was die Lösung ist, mache ich mal gar nichts als das Fühlen, mich, dich, uns. Ja, und das stimmt schon. Und was Astrid gesagt hat, ja eben, das ist nur eine Ebene mit Gewalt und Krieg und allem, aber das ist die, in der wir meist leben, fast alle, fast immer. Eben im Kleinen, oft wir oft im Kleinen. Aber das ist nicht weniger gewalttätig, ist einfach versteckter und subtiler, aber eigentlich ist es dasselbe. Und ja, ich kann jederzeit daraus aussteigen. Ich ganz persönlich, wenn ich das kann, wenn ich mich genug darum gekümmert habe im Leben, dass ich jederzeit mich entscheiden kann, in die Wahrnehmung zu gehen, wenn ich so viel Energie aufgebaut habe, dass ich fähig bin, nicht zu reagieren, es nicht einfach durchgeht mit mir oder ich auf gar keine andere Idee komme, als zurückzuschlagen. Wenn ich so wach bin, dass ich sehe, dass Zurückschlagen nicht die Lösung ist. Also es braucht schon eine Kraft und ein Bewusstsein, dass damit ich
diese Möglichkeit zu einer Wirklichkeit in meinem Leben machen kann. Kann im größten Krieg die sein, die im Frieden lebt, wenn ich das kann, nicht als schöne Idee, sondern ja, das ist viel Kraft, viel Wachheit, die es braucht. Viel still sein können mit unerträglichen, mit manchmal unerträglichen Zuständen und Energien. Wenn ich mit viel Ohnmacht sein kann, mit viel Einsamkeit, mit viel Ausgeschlossensein, mit viel Schmerz. Mit viel Traurigkeit, ja, dann kann ich mitten im Krieg im Frieden leben. Jede wirkliche Veränderung und jede wirkliche Wandlung zu etwas, ja, zum Besseren in der Welt wird über Selbsterkenntnis und Meditation und Bewusstseinsarbeit kommen, unausweichlich nur so. Durch persönliche Einsicht, durch persönliches Erwachen. Das macht es einerseits komplett hoffnungslos. Im
können 100.000 Jahre warten auf irgendeinen Retter, der kommt und das Ding löst. Es wird nie nicht geschehen. Es ist nicht möglich. Und ja, andererseits, ja, das Hoffnungsvolle daran oder das Kraftvolle daran ist, also ich kann jetzt und heute und in dem Moment das andere sein in der Welt oder das Lernen, das Üben, immer mehr das andere zu sein in der Welt. Man ist zwar immer noch hoffnungslos, weil ja, bis dann alle oder der Großteil der Menschheit so weit erwacht ist, dass das zu einer Veränderung, einer wirklichen Veränderung führt. Ja, also da müssen wir uns nichts vormachen. Also das wird nicht morgen sein und nicht in 10 Jahren und nicht in 100 Jahren. Aber eben gleichzeitig versetzt das mich in den richtigen Zustand. Also ich bin verantwortlich. Ich kann es nicht den Israelis abgeben und nicht den Hamas oder den Palästinensern. Ich kann es nicht dem Putin zuweisen oder sonst irgendjemandem. Nicht dem Erdogan, nicht niemandem. Ich bin verantwortlich und ich kann jetzt diese Kraft in mir sammeln und aufbringen, dass ich die Welt verändere in mir und zwischen mir und dir. Ich bin dem nicht einfach ausgeliefert und ich bin auch nicht einfach nur ein Opfer. Auch wenn ich gerade ein Palästinenser bin nicht oder wenn ich ein Israeli bin nicht. Also den Aspekt gibt's vielleicht auch. Mit dem lerne ich still zu sein. Und der viel wichtigere Aspekt ist, ja, ich bin verantwortlich. Ich bin vor allem verantwortlich. Ob ich für Krieg gehe, oder ob ich für Frieden gehe. Und eben Frieden heißt Wahrnehmung, lernen still zu sein, sodass die Handlung, wenn ich dann handle, aus der Stille kommt und aus der Wahrnehmung und nicht aus einer blinden Reaktion auf das, was ist und ich nicht haben will. Frieden heißt, ich
kümmere mich darum, mich und dich zu fühlen, ganz zu fühlen, ganz wahrzunehmen. Das ist das Göttliche im Menschen. Das ist das Göttliche in uns. Diese Möglichkeit zu haben und uns für diese Möglichkeit entscheiden zu können. Gibt Situationen, da wäre es, oder da ist es das Übermenschliche. Dich zu fühlen, nicht zu reagieren, wenn du meine Kinder getötet hast oder meine Existenz zerstört hast. Ja, wenn wir uns so weit verwickelt haben, dass wir in solche Geschichten geraten zusammen, dann ist es das Übermenschliche, aber ja, das Übermenschliche, wenn es gelingt, ist wieder das Göttliche. Ich finde die momentane Situation eine gute Herausforderung, dem zu widerstehen, dem, was ganz viele machen, so mitzumischen bei dem, was die müssten und die nicht sollten und was geht und nicht geht und was zu verurteilen ist. Und auch nicht dieser Illusion zu unterliegen, dass ich etwas Besseres bin. Andere zu verurteilen oder zu verachten, sondern nämlich wird das dazu benutzen, wachgerüttelt zu werden darin,
wo in mir Israel und Palästina stattfindet. Mein Geld, mein Haus, mein Mann, mein Recht, mein Recht haben, meine Überzeugung, meine Partei, meine Nationalität. Meine Vorstellungen, meine Bilder, die es zu verteidigen gibt, deine Vorstellungen, deine Macht, dein, weiß nicht was alles, was es zu bekämpfen gibt, deine politische Gesinnung, deine Ansichten. Dann wird es ziemlich still in mir, wenn ich das einfach betrachte und nichts damit mache. Dann, wenn ich das ernsthaft immer wieder mache, dann wird es ziemlich still in mir. Dann geht die Nacht auf und der Vollmond scheint. Und der Südwind drückt ein bisschen auf meinen Kopf. Und der Fluss fließt still durchs Tal. Und mein Herz ist dein Herz. Und dann ist da einfach gerade nur Frieden. Ich lebe im Frieden. Ich lebe nicht im Krieg. Und nicht nur, weil ich in der Schweiz lebe und nicht im Gazastreifen oder nicht in Israel. Ich meine, es macht es sicher einfacher, gerade in der Schweiz zu leben. Aber in der Schweiz leben die meisten Menschen im Krieg.
In Deutschland leben die meisten Menschen im Krieg.